Hi Leute, wir sind heute im schönen Ratingen bei sehr schlechtem Wetter und bauen mit dem Martin von Tropic Aquarien Service ein 3 Meter Barschbecken auf. Wir sind hier bei der Firma MTS Produkte, die machen Schwimmbadtechnik. Hier wird das Aquarium stehen, wie gesagt 3 Meter lang, eine 80er Tiefe, ist dann ein Raumteiler. Der Schrank wird aus zwei Teilen zusammengesetzt, das heißt hier ein Teil, da ein Teil. Hier wird eine Platte an der Decke montiert werden, wo wir die Beleuchtung aufhängen, und es wird ein Filterbecken geben, was im Unterschrank steht, also Verrohrung werden wir machen und Einrichtung heute. Ansonsten werdet ihr alles jetzt miterleben. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Mal schauen, ob wir die überhaupt alle brauchen dann. So viel Zeug. Auf die Kante von der Palette. So, dann komm, schieben, 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 schieben. Vorsicht, einmal hochheben. Okay. Schieben. Guck mal, einen Fuß hier vor. Martin, du auch. Quadrat. Alter, ich hab gestern kein Yoga gemacht. Da komm ich nicht hoch. Oder schieben. Oder ja, ein bisschen schieben einfach. Und dann schiebe ich den hier drunter. Genau, und dann müsste das ja eigentlich jetzt auf dem. Jetzt kommt er auf den anderen, genau. Soll ich den hochheben? Du ziehst eben den Wagen unten raus. Ja. Jetzt kriege ich den Finger nicht weg. Ja, seitlich. Rums. So, die Schränke haben wir drin. Und jetzt haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir das Aquarium auf die Schränke kriegen müssen. Dazu haben wir jetzt Folgendes überlegt. Wir werden den einen Schrank hier an seine Position stellen, wo er auch hinterher hin soll. Dann werden wir das Becken so über diese Kante draufschieben. Und dann gucken, dass wir den anderen Schrank unter das Becken schieben. Das Becken wird so um die 400, 450 Kilo wahrscheinlich wiegen. Das ist die einfachste Möglichkeit, das hier zu bewerkstelligen, denke ich. Pille-Palle. Also wir haben jetzt mit der Wasserwaage uns die Ecken vom Schrank an der Decke angezeichnet. Der steht jetzt in der endgültigen Position und jetzt kann ich mir dann die Maße von der Deckelplatte auf die Decke übertragen. Dann habe ich so eine Baustütze. Ich hoffe, dass die hier zwischenpasst, aber das müsste eigentlich gut gehen. Damit drücken wir dann die Platte unter die Decke, bohren die und dann wird die abgehangen mit Stellschrauben. So Stockschrauben habe ich geholt, aber ich denke, das wird ganz gut werden. Wozu brauchen wir die Deckelplatte? Die Deckelplatte brauchen wir, um die Lampen abzuhängen und die Elektrik verschwinden zu lassen. Sonst hätten wir hier an der Decke irgendwelche Vorschaltgeräte hinterher hängen, die man dann sieht. Und das wäre einfach auch nicht schön. Ne? Ich hatte einen Kratzer auch irgendwo abbekommen, dann sieht man den nicht. Das ist ein Drahtseilakt hier. Sag ich jetzt mal so. Hoch das Ding. Wir können ja auch bei Roncalli arbeiten. Rüber, rüber, rüber. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So in etwa. In der Not. Das geht ja gut ab. Kann man hier irgendwo noch hochstellen? Energie. Du musst an. Du musst jetzt schon an. Jetzt ein Bayern ist ein Oh. Ja, geht aber. Hier ist ja wieder gerade keiner. Außerdem hat die falsch rum an. Ja. Also, wir haben die Platte gebohrt und die Stockschrauben in der Decke befestigt. Und als nächstes zeichne ich jetzt hier die Halterung für die Lampen an. Ne? Die haben so kleine Hülsen drin. Ich kann das mal eben zeigen hier. Da gibt es hier so Hülsen. Die werden an die Platte geschraubt und dann gibt es hier Stahlseile, die sind noch aufgewickelt, aber die haben am Ende hier so eine Blombe.
Und diese Blombe bleibt dann in diesem Teil hängen hier. Das hat auch ein Loch, da kann man sehen. Und dann wird das einfach hier reingeschraubt und dann hängt hier schön das Seil raus und unten kann man die Lampe dranhängen. Und das machen wir jetzt, befestigen wir jetzt. Was sind das für Lampen? Das sind AI Hydra 32. 32, genau. Für Barschbecken, sehr schöne Lichtfarbe. Kommen die Fische gut zur Geltung, die Farben schön. Ja, optimal. Okay, alles klar. Wir nehmen das da an dem Haar, das Wasser ist schon draußen. Okay. Gehe ich jetzt hoch gleich. Hoffentlich. Knarre holen. So, das Brett hängt. Ein kleines Manko. Bei einer Seilaufhängung fehlte so eine Hülse hier. Was wir jetzt noch machen, ist ein paar Löcher für die Lampenkabel bohren. Weil ja die Netzteile und die ganze Elektrik, Stromleiste, alles liegt dann hier oben drauf hinterher. Wir haben ja das Glück, dass ein Elektriker auf der Baustelle vor Ort ist. Und wir haben uns deswegen dazu entschieden, damit wir nicht so große Löcher in diese Deckenplatte reinmachen müssen, die Kabel von den Lampen durchzuschneiden. Und der Elektriker macht die dann wieder zusammen. Und so haben wir nur ganz kleine Löcher, wo die Kabel am Ende durch die Platte durchgehen. Das wird hier so reingeklemmt. Kommt die hier so von der Seite rein. Und dann gibt es hier eine Schraube, die hier rein festgeschraubt. Eine Halterung mit einer kleinen Madenschraube, die wirklich klein ist. Dann wird das hier festgezogen und dann kann man das ein bisschen einstellen hinterher. Also hier ist wie beschrieben eben diese Hülse, wo das Stahlseil durchkommt mit dem Bommel am Ende, mit der Blombe. Und das wird jetzt hier oben eingeschraubt. Und können dann hier die Lampe einfädeln. Jetzt müsste man darauf achten, dass das Kabel auf der richtigen Seite ist, logischerweise. Jetzt kann man die ganze Lampe einmal schön bis nach oben ziehen. Und schon hängt das Ding. Kabel hier hoch. Entfernen die Wasserwaage, die wir da oben versteckt haben. Und ziehen wieder raus. Ganz schön viel Kabel. Aufgrund der relativ großen Fördermenge, die wir haben, um gut Strömung auch in das Becken reinzukriegen, haben wir uns für zwei Clary-C-Filter entschieden. Die beiden Filter werden dafür sorgen, dass das Wasser im Becken kristallklar bleibt. Das ist eine super Vorfilterung, also wir werden kaum Dreck in den Filterschwämmen später haben. Das Reinigungsintervall wird dadurch natürlich ziemlich hinausgezögert. Ne? Also die Rollen werden wahrscheinlich ziemlich dreckig werden. Die Barsche machen ja immer relativ viel Schmutz. Aber wie gesagt, die Schwämme bleiben dann verschont und fungieren dann rein als biologischer Filter. Nein. Ja. Danke, ciao. Eins, zwei, hopp. So. Wo läuft denn das Wasser rein? Nee, du musst vorgehen. Hier läuft das Wasser rein? Nee, andersrum. Ich muss vorgehen. Oh, du hast doch gerade das gesagt. Warum machst du das? Ich kann das nicht mehr hören. Kannst du nicht haben. Liegt ja fast nichts, ne? Vorsicht mit der Metallkante vorne. So, eigentlich müsstet ihr schon runtergehen. Ihr müsstet schon runter. Schon runter? Ja, schon. Geht irgendwie, ne? Oder? Kannst du? Ja? Bei mir geht das. Du bist auch ein bisschen kleiner als ich. Geht? Janis, schieb den Wagen runter. Nee, ist nicht. Okay, nochmal. Noch mal, noch mal, einmal alles zusammenreißen. Okay. Jawohl. Okay, schieben, langsam. Schieben, fertig. Wir müssen einmal durch. Okay, jetzt. Okay, Vorsicht. Nee, steht da auf der Kante. Guck mal, da ist so eine Kunststoffkante. Der muss mittig drunter. Hey, ich hab dich ganz alleine. Jawohl, okay, jetzt.
Jetzt sind wir da, wo wir hin wollen. Vorsicht, der rutscht da weg. Bei dir an der Ecke. Mal dazwischen legen, ein bisschen Pappe oder so. Sonst komm du eben hoch. Stopp, stopp, stopp. Rück du mal durch, jetzt dann ist am einfach. Nee, komm, bleib da. Rollwagen, ja. Gut. Ja, noch ein bisschen weiter. Noch ein Stück. Fuß. Ja. Sehr gut. Müssen wir nur gucken, dass die nicht abhauen. Das machen die manchmal gerne. Das mit, Jan, da holst du mal die Unterscheidung runter. Ja. Einer Stein in den Weg gelegt. Ja. Jetzt muss ich doch noch da hoch, ne? Vollgas. Jawohl. Und nicht verkanten. Genau, der muss weg, richtig. Komm, draufschieben. So, jetzt dürfte ja nicht mehr so viel Gewicht sein eigentlich, oder? Dürfte eigentlich nicht mehr so viel sein. Warte. So. Ja, doch, müsste. Müsste. Einmal kurz ein bisschen hoch. So, alles klar. Und dann warte. Jetzt rum. Ja, da hängt irgendwas. Müssen wir mal gucken. Ist aber alles gut. Jetzt haben wir es ja. Super gut. Ja, gleich. Jetzt. Feste. Bist du drin? Ja. Puh. Gut. Jetzt müssen wir hier noch was unterlegen und dann haben wir es, hoffentlich. Doch, jetzt. Tut sich was? Ja. Also, Becken steht. Wir kümmern uns jetzt um die Verrohrung. Dafür werden als allererstes Durchführungen eingesetzt, die Tankdurchführung. Und zwar ist das so, dass ich in der Regel mit Klemmdurchführung arbeite. Es gibt welche mit zwei Klebemuffen. Da wird unten und oben ein Rohr eingeklebt. Und es gibt welche mit so einer Keildichtung. Die sind zum Klemmen. Da wird diese Dichtung über ein Rohr geschoben, das Rohr geht hier rein und am Ende kommt eine Mutter zum Sichern drüber, die wird dann angezogen und dann ist das dicht. Die werden wir jetzt mal einsetzen und dann machen wir Stück für Stück die ganze Verrohrung fertig.